Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Remnant from the Ashes, dem DLC Swarms of Corsus. Mit dabei wieder Clone Man. Hi, jo. Clone Man. Mhm. Und wir befinden uns in der Kapillare und wir haben was herausgefunden. Und das wollen wir euch zeigen. Und zwar ist hier ein Gegner, der setzt einen Parasiten in den Körper. Und mit dem Parasiten müssen wir zu der Königin. Wie heißt sie, die Königin? Die Ishkal-Königin. Ishkal-Königin, genau. Das ist quasi die, die auf meinen Samtnetz zu sehen ist. So. Da ist so ein Typ, genau. Da ist er. Kurz schauen, dass hier nichts anderes ist. Ah, der okay. Pflanzt jetzt Clunman quasi ein Parasit in den Körper. Und, wenn du willst, kannst du den Parasiten auch noch nehmen. Ach so, ja, stimmt. Ich nehme den auch noch. Wow. Wo kommen die denn jetzt hier alle her? Scheiße. Ich bin tot. Das ist nicht gut. Ja. Oh, ich okay, auch. Wir sind beide tot. Ah, ja. Wir haben einen Eigenschaftspunkt mitgenommen. Es waren einfach zu viele Viecher. Also genau. Da darf keiner da sein. Das Ding ist mit den Parasiten, wenn wir den einmal haben, dürfen wir nicht nochmal an den Checkpoint, weil der Parasit dann weg ist. Des Weiteren dürfen wir nicht sterben, weil der Parasit dann ebenfalls weg ist. Hier ist das Vieh jetzt, da können wir jetzt einfach in Ruhe machen. Komm her. Genau. Ich beseitige das den Elite-Gegner, wenn ich ihn finde, da. Oh, 68 Schaden. Mann, ey, was ist denn mit dir? Ist nicht euer Ernst hier. Na komm, friss mich. Lass mich schlagen. So. Der will dich nicht fressen. Jetzt. Jetzt. Jetzt wird der Parasit quasi eingepflanzt. Mann, seid ihr anstrengende Viecher. So, ist der noch da? Ja, ist noch da. Okay, dann lass ich mir jetzt auch mal was einpflanzen. Komm, pflanz. Okay, das heißt, wir haben nur das halbe Leben. Achso, mit den Parasiten haben wir nur die Hälfte vom Leben. Okay, so, jetzt hast du deinen Parasiten. Sehr gut. Stimmt, mein Gesundheitsbalken ist mächtig klein. Das könnte jetzt lustig werden, weil wir ja noch durch das ganze Dungeon müssen. Aber, das wird auf jeden Fall. Ist ein kleiner Nervenkitzel, sag ich mal. Genau, es wird eine Herausforderung. Oh, und dann noch ein Elite-Gegner. Der ist hier oben bei mir. Oh, hier unten auch. Oben ist tot. Okay. Das hier unten auch. Oh, Vorsicht. Ui. Oh. Warte, ich lenke ihn mal ab. Ich hab ihn abgelenkt, Beutel. Kannst du dir dein Dings benutzen? Ja. Vorsicht hinter dir. Oh. Nee, das ist meins. Das ist meins. Der gehört zu mir. Ich hab schon gedacht, das war ein Gegner. So. Ja, ihr seht, Leute, mit den Parasiten ist es nicht so einfach, aber wir versuchen halt irgendwie hier durchzukommen, wenn wir den Weg finden. Komischerweise waren wir ja schon mal. Ach so, jetzt ist die Karte wieder offen. Alles klar, das ist nur, wenn man da in einer bestimmten. Au, du Blödmann. Ich finde die Geräusche hier unten ja so krass. Jetzt erstmal nachladen.
So, stehen wir an Heiltrank. Oh oh, Elite. Mäh. So, da war's das. Aber meine Köpfe fliegen weiter. Ich mag die Köpfe. No. So, haben wir. Da ist wieder eins. Oh, ja. Ist down. Ja, wir schlagen uns tapfer. Geht so. Ich mach mal die Sicht. Da sehen wir ein bisschen was. Da ist nämlich hier um die Ecke schon wieder so eins. Ich hab's mal unterbrochen, damit's keinen ruft. Muss nachladen! Jo, haben wir. So. Boom, müssen wir lang. Schon wieder Elite. Vorsicht, der Typ mit Pfeil und Bogen, mit seinem Hammer ist da. Oh. Pass auf. Muss man schnell ein Herz nehmen. Oh, ich hab ein Herz genommen und hätte es gar nicht gebraucht, die Schlüssel. Ist es etwa naja. Dabei? Also es ist echt krass, wenn da so ein Typ kommt und du kriegst auf die Schnauze, dann verlierst du gleich mal die Hälfte deines Lebens. Ja. Aber wir sind gleich durch. Gott sei Dank. Und dann müssen wir die Königin finden. Das ist ja auch noch so eine Sache, weil theoretisch kommen wir hier an dem Friedhof raus. Ich hab mich verlaufen. Ich glaube mal, wir müssen uns an dem Friedhof vorbeischleichen, dass wir die Tussi nicht aufwecken. Okay. Upsi. Das war wohl ein kritischer Treffer in den Kopf. Was ist denn jetzt? Ist schon down. Nee, doch nicht. Aber jetzt. Mann. Ja, wir müssten aber gleich, jetzt sind wir durch. Ja, jetzt sind wir durch und auf keinen Fall einen Checkpoint benutzen. Und theoretisch kommen wir jetzt dort raus, wie in der vorletzten Folge. Beim Friedhof. Genau. Nee. Wir kommen beim Boss raus. Aber den haben wir ja schon gemacht. Ja. Den haben wir schon gemacht. Da müssten wir eigentlich theoretisch nur durchlatschen und dann kommen wir danach bei dem Friedhof raus. Mhm. Weil jetzt mit dieser halben Energie noch einen Boss machen zu müssen, das wäre knallhart. das würde glaube ich auch nicht gehen. Ich glaube mal, das würden wir ja nicht schaffen. Ja. Nervenkitzel wär's, aber nein. Also dann müssen wir uns dann vorbeischleichen, ne? Ja, wir gucken mal, wo wir da rauskommen. Mhm. Vielleicht müssen wir ja nicht vorbeischleichen, wenn der Platz groß genug ist und wir einfach außen rumlaufen. Ja. So, genau. Das ist der Friedhof. Ja. Okay. Wir sind jetzt hier. Wir müssten nach links oder nach rechts? Ja, nach links am besten. Nach links am besten, genau.
Also die sollte uns jetzt nicht wahrnehmen. Was ist denn die überhaupt? Da hinten geht's nicht weiter. Ach, hier ist eine Sackgasse, guck mal an. Okay, das ist nicht so cool. Wir ducken uns einfach mal. Ja, sie pennt noch. Okay, aber es ist echt interessant, was so alles drin steckt in dem Spiel. Da ist die, das die Tür. Okay, jetzt kommt hier vorne gleich der Durchgang. Spannender Moment. Also gesehen hat sie uns noch nicht. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier in einem neuen Gebiet. Wir können rechts, wir können links. Wir gehen rechts. Ja. Ist das spannend? Und jetzt müssen wir dann die Tussi finden. Und dann porten wir uns einfach zum Friedhof. Und schon wieder ein Errungenschaftspunkt. Geil. Ja, gibt gleich noch einen. Oh, der hat mir aber gegeben. Und noch einen. Super, in mich ist ein Vieh reingesprungen. Wieso stirbt er nicht? Jetzt stirbt er. Ich dachte schon, was mit dem nur das Problem ist. Na, das lief mies. Dass wir ja nicht an den Checkpoint können und wir somit auch nicht unsere Herzen aufladen können. Also ich bin gerade mal bei 3, die ich noch habe. Ich habe nur noch 2. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwie mit Heiltränken und einfach guter Taktik da durchschmuggeln. Ja. Hey, gib mir Deckung. Ich habe schon wieder ein Herz benutzt, da wohl. Ich verklick mich andauernd. Hey, gib mir Deckung! Ich dachte, ich habe einen Fernschadensbonus, ey. Ah, jetzt 4300. Geilo. Geil. Ich kann mal kurz gucken in meine Eigenschaftspunkte. Ah, hab genau 5 zur Verfügung. Das heißt, ich mache die restlichen jetzt hier auf Fernsicht auch noch. Haben wir dann auch auf Maximum, liebe Zuschauer. Geilo. Hey, gib mir Deckung. Aber ich habe das Gefühl, dass das... Naja doch, manchmal hat man so einen Crit-Schaden, ne? Ja. Brauch mehr Kugeln. Oh, keine Kugel mehr. Ich schau noch mal in eine Munitionskiste rein. Achtung vor dir. Der Typ. Wo schießen eigentlich die Totenköpfe hin? Die haben gerade auf mich geschossen. Was ist denn mit denen los? Hey, gib mir Deckung! Ha. Aber echt cool gemacht, dass man sich mit den Parasiten jetzt so weit hier durchschlagen muss.
Das ist echt Nervenkitzel pur. Oh, warte mal, da oben ist eine Kiste, glaube ich. Die hole ich mir mal. Ja. Und noch ein Fass. So, wo ist Clunman? Bisschen weiter vorne. Ah ja. I'm gun to you. Ist hier übelst verwinkelt, weil hier links ging es nämlich auch gerade noch weiter. Mhm. Ist das krass, ey. Boah, ey, wenn der einen erwischt, na, dann ist es übel. So, jetzt habe ich auch noch mal ein Herz. Meine Fresse. Moonman, lebst du noch? Alles gut? Ja. Wo bist denn du lang gelaufen? Ich wollte nur kurz gucken, ob es hier noch was gab. Aber hier ist nur ein Bienenstock. Kein Bienenstock, ein Käfernest. Aber da gab's nix. Komm gerade mal wieder in deine Richtung. Aber das Rätsel mit den Käfern kommt ja dann auch noch in dem DLC. Die Frage ist, ob man das in dem Abenteuermodus, den wir hier generiert haben, zu lösen ist. Ja, können wir machen. Und zwar müssen wir in die flüsternden Hallen. Da wenn's, findet man das. Oder halt in dem Flüsterpass. Also nicht in die Kapillare, wo wir jetzt gerade waren, sondern der Flüsterpass. Das ja. Blöde ist, der Flüsterpass hat genau denselben Eingang wie die Kapillare. Ist genau das gleiche. Mit diesem blutigen Wasserfall und das rechte Ding auf der rechten Seite. Ja. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Weil ich würde jetzt nämlich mal ganz stark, so wie das aussieht, dieser Eingang hier, der sieht garantiert wieder so aus wie. Nee. Oh nee. Das ist nicht der gleiche Eingang. Na, wir gucken mal. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen. Auf jeden Fall nicht dahin, wo wir hinwollen. Das Nervige ist, wir können halt die ganze Zeit keinen Checkpoint benutzen. Ja. Ach so. Ja, das ist halt jetzt das Problem. Jetzt finden wir auch nicht raus, wo wir jetzt gerade sind, oder? Das steht ja jetzt nicht da. Die uralte Brücke, Boss. Das ist das mit den zwei Flügelfiechern. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Stimmt. Das brauchen wir. Und da sind wir auch am Ende, weil danach kommt nichts mehr. Wir haben die Karte quasi komplett erkundet. Dann wir müssen wir hier nochmal raus. Dann müssen wir nochmal gucken. Mhm. Hm. Naja, wir kriegen das schon. Wenn wir halt Pech haben, was ich nicht hoffe, dass die Ischgal-Königin diesmal nicht dabei ist. Sondern ach, dass wir nur den Friedhof hatten und
Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich so. Wir hatten nur den stinkenden Teich und den Friedhof, aber die Ischkal-Königin nicht. Okay. Weil für die Ischkal-Königin braucht man zwei von diesen Säulen. Ja, aber wir können jetzt quasi das Rätsel um den Friedhof auch nicht lösen, ne? Nein. Nicht in diesem, naja gut, passt auf, liebe Zuschauer. Dann gehen wir jetzt an den Checkpoint, dass der Parasit weg ist, und dann zeigen wir euch wenigstens noch den Boss. Und in der nächsten Folge müssen wir halt dann quasi den Abenteuermodus neu generieren. Oder warte mal, Beutel. Warte mal, ja, ganz kurz. Ich hätte eine Idee. Wie wär's, wir gehen einfach mal mit diesen Parasiten zu der und quatschen mal mit der. Das können wir auch probieren. Probieren wir mal das. Vielleicht gibt's ja doch was Verstecktes, was noch keiner gefunden hat, wenn man mit der spricht, wenn man ein Parasit ist. Das stimmt. Wenn man infiziert ist. Das könnte man wenigstens noch versuchen. Dann müsste ich aber auch pennen, weil ich muss um 7 wieder aufstehen. Ja, probieren wir das mal noch. Wir waren jetzt an keinem Checkpoint, aber wir haben ja jetzt quasi die Welt kurz verlassen. Sind dann die Gegner wieder da oder nicht? Nein, die Gegner sind komplett weg. Erst wenn wir den Checkpoint benutzen. Ah, okay. Das heißt, wir können jetzt einfach durchrennen. Durchlaufen ohne Probleme. Cool. Und wenn doch noch Gegner da sind, dann haben wir die vorhin übersehen. Ja. Ja, die lassen sich schon Sachen einfallen. Ja, ich finde es halt cool, dass man das Spiel nicht einmal mal durchspielt und dann ist man durch, sondern dass man halt, wenn man gewisse Dinge haben will, mehrmals den Abenteuermodus bestreiten muss. Genau, oder wenn man alles haben will, dann musste. Also ich glaube mal, wenn du wirklich alles holen willst, also auch die 100 Bosse im Survival-Modus plätten und das und das und dies, bist du, glaube ich, ein paar Monate beschäftigt. Wenn nicht sogar Jahre. Das könnte ganz gut passieren, wenn du nur alleine bist. Okay, wir müssen dann hier vorne rechts. Ach, da ist sie ja schon. Da ist die Tussi schon. Ah ja, genau. Aber wir schleichen mal. Willst du schleichen? Ja. Ich will mal an den Kessel gehen. Ich will mal gucken, ob man eventuell, wenn wir an den Kessel schleichen, also an der Tussi vorbei. Warte mal, wo ist der Kessel? Ich muss mal gucken, wo der Kessel ist. Er ist hier. Ja. Die pennt, oder? Ja. Okay. Kannst du in den Kessel irgendwas werfen oder den anklicken? Nee, aber da ist ein Symbol, dass ich es könnte. Aber wir können es nicht, weil uns das fehlt. Okay, weil wir das Ding nicht dabei haben. Und wie gesagt, das kriegt man nur, wenn man den Parasiten hat und zu dieser Ischkal-Königin gehen. Und da die aber hier in dem generierten Abenteuermodus nicht da ist, können wir das leider nicht machen. Schade. Und die Tür da oben, die kann... Jetzt ist er aufgewacht. Okay. Können wir auf die schießen? Nö, passiert nichts. Nee, du kannst nur mit der reden. Auch versuch mal mit der zu reden, vielleicht sagt ihr was anderes, wenn du Parasit bist. Zu meiner Sippschaft. Ich habe eure Art noch nie zuvor. So, das sagt sie ja immer. Ich stamme aus einer anderen Welt. Eine andere Welt? Ihr meint, es gibt Leben jenseits dieses elenden Felsens? Das tut nichts zur Sache. Ich bezweifle, dass ich das noch erlebe. Okay. Wie viel Zeit habe ich, bevor ich geholt werde? Momente? Jahre? Sie wird mich finden und ich werde fallen. Wie alle aus meiner Sippschaft. Sie, meint ihr die Königin? Cessnia. Sie hat sich zur Königin ernannt und behauptet, unser Vorbild zu sein. Meine Sippschaft wurde getäuscht und ist dem Ischkal beigetreten. Ein schlimmerer Fluch als der Tod.
Sie haben meine Verwandten verschlungen, bis nichts als eine grauenvolle Hülse übrig blieb. Viele von uns sind lieber geflohen, anstatt sich dem Iskall zu beugen. Aber wir sind gefallen, einer nach dem anderen. Also verstecke ich mich, bis man mich findet. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass Welten jenseits dieser existieren. Möge das Iskall sie niemals finden. Ich mache gerne Geschäfte, falls ihr Vorräte habt. Ich halte mich stets in der Nähe auf. Es wäre mir eine große Freude zu sehen, was ihr aus den anderen Welten mitgebracht habt. Ich verfüge zudem über ein Heilmittel gegen den Vixeos-Wurm des Iskalls. Es hat mich schon mehr als einmal gerettet. Genau, das ist dieser Wurm, den wir haben. Ja. Jetzt könnte ich noch... Wenn ihr über ein Heilmittel verfügt, wieso helft ihr dann nicht eurer Sippschaft? In den geistlosen Hüllen ist nichts von ihnen übrig geblieben. Ihre Essenz ist vor langer Zeit gestorben. Würde ich das Iskall entfernen, würden sie zu Staub zerfallen. Okay, ich frage die mal noch, dass ihr Zuschauer auch wisst, was das Iskall ist. Was ist das Iskall? Das Iskall ist eine Krankheit. Ein Gedankenparasit namens Vixeos-Wurm. Er verwandelt Gewebe in Schuppen und Hülsen, bis nichts mehr bleibt. Cessnia, die Königin, sagte uns, das Iskall würde unserer Sippschaft Erleuchtung bringen. Aber es hat uns alle verdammt. Warum hat Cessnia das Iskall gebracht? Das wüsste ich gerne. Unserer Sippschaft ging es gut. Wir waren kurz davor, etwas Wunderbares zu erschaffen. Dann kam Cessnia und sprach von spiritueller Geschlossenheit und einem höheren Zweck. Sie sagte, nur durch das Iskall würden wir unser Schicksal erfüllen. Viele glaubten ihr. Jetzt sind sie alle weg. Oh Gott, die hat aber viel zu erzählen. Wie seid ihr noch am Leben? Als ich entkommen war, habe ich mich hier unter unseren Toten versteckt. Diejenigen meiner Sippschaft, die von dem Iskall mitgenommen wurden, trauen sich nicht mehr hierher. Vielleicht stecken noch Reste von ihnen in den Hülsen, die sie davon abhalten, den heiligen Boden zu beflecken. Ich glaube, nicht einmal Cessnia könnte jetzt einen Schritt hierher wagen. Warum möchte Cessnia euch töten? Cessnias vereinnahmende Worte lockten Fanatiker an. Ihr Einfluss hat das Iskall zu den erhabensten unserer Sippschaft gebracht. Kurz darauf wurden die wenigen, die das Iskall abgelehnt haben, zum Tode verurteilt. Ich hatte keine Wahl und musste fliehen. Ihr solltet wissen, das Iskall bringt uns keine Geschlossenheit oder Erleuchtung. Es will uns alle verschlingen. Ah, ja. Ich habe Nahrung, falls ihr welche benötigt. Ja, zeig mal, ja, was hast du? Okay, das Antiserum und Käferextrakt. Okay, was Käferextrakt erhöht Ausdauerregeneration um 15 pro Sekunde. Hält 60 Minuten lang an. Leute, guckt mal, wie viel Kohle ich habe. Davon hole ich mir jetzt gleich mal 20 Stück. Das ist auch ziemlich gut. Ja, und man kann ja viele verschiedene nehmen, ne? Also ist ja nicht so, dass man immer nur eins nehmen kann, sondern man kann, ich kann es euch kurz zeigen. Das Böse umgibt uns. Verbrauchsgüter. Genau. Käferextrakt haben wir jetzt 20. Wir haben hier Mazzans Eintopf. Das Elixier. Wutstaub, was war was? Achso, ne, das gibt bis 30 Sekunden. Mhm. Irgendwas hat man doch noch, was so geil war. Ne. Ah ja, doch, Rauchfleisch des Hundemeisters, ne? Erhöht kritischen Schaden. Immer geil bei Bossen und so. Kann man eigentlich konsumieren. Ja, liebe Zuschauer, sorry, dass wir es in diesem generierten Abenteuermodus nicht geschafft haben. Mit dem Parasiten. Für den Boss ist heute auch keine Zeit mehr. Da machen wir vielleicht nochmal eine kurze Sonderfolge, wie wir den Boss platt machen. Ansonsten werden wir demnächst einfach einen neuen Abenteuermodus generieren und hoffen, dass wir dort dann weiterkommen. Also ihr seht, dass
und muss es ein paar Mal probieren. Vielen Dank fürs Reingucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Und danke dir, Clunman. Jo.